Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfach erklärt, immer dienstags um 20 Uhr bei mir auf diesem Kanal hier. Heute geht es um Förderprogramme für Ladeinfrastruktur am Beispiel des Projekts Elbe, das hier in Hamburg gerade gestartet wurde. Hier gibt es Geld für Ladeinfrastruktur und zwar speziell für Firmen, für die Immobilienwirtschaft, für Mehrfamilienhäuser, Kundenparkplätze, Mitarbeiter und so weiter. Da gibt es tatsächlich einen Fördertopf, den Hamburg hier angebohrt und angezapft hat. Und das Konzept von Elbe erkläre ich euch gleich. Übrigens eine schöne Abkürzung, Elbe, Electrify Buildings for EVs heißt das, ausgesprochen, abgekürzt Elbe. Da haben sie sich hier richtig was ausgedacht, denn Elbe ist natürlich der Fluss, an dem Hamburg, meine Heimatstadt, liegt. Ja, wer sich eine Wallbox installiert, der weiß, dass die Kosten dafür schnell mal ein paar tausend Euro betragen können. So eine Wallbox selber kostet nicht viel Geld. 500 Euro geht das irgendwie los und im gewerblichen Bereich liegen die so bei 800 bis 1000 Euro. Das eigentlich Aufwendige daran sind die sogenannten Make-Ready-Kosten. Das heißt also, die elektrische Installation so weit zu bringen, dass ich da überhaupt eine Wallbox anhängen kann. Dazu müssen Kabel gelegt werden. Dazu müssen die Kabel manchmal quer durchs Haus gelegt werden oder in den Vorgarten, da muss der Parkplatz aufgegraben werden, bis ich dann nachher den entsprechenden Stromanschluss in der Stärke habe, wo die Wallbox, wo die Ladesäule nachher hin soll. Und insofern ist so eine Wallbox auch mit erheblichen Kosten verbunden, zumindest im gewerblichen Bereich. Wenn man dann noch 2, 3, 4 Wallboxen installieren will mit Lastmanagement, dann wird es nachher schon richtig aufwendig. Und das kostet Geld. Die Wallbox selber, harmlos, 500 Euro, 600 Euro im gewerblichen Bereich, auch 800, 900 oder 1000 Euro, ist im Vergleich zu den Installationskosten manchmal der deutlich kleinere Part. Kabel legen, durch Brandschutzwände durch und so, das hat einen gewissen Aufwand. In Hamburg gibt es ungefähr knapp 900 öffentliche Ladepunkte jetzt da draußen, über die man sich mehr oder weniger aufregen kann, weil sie mal zugeparkt sind oder nicht funktionieren. Okay, das lassen wir heute mal außen vor. Und es gibt ca. 8000 Elektroautos, die auf Hamburg Straßen aktuell fahren. Das Verhältnis mag noch passen. Wenn ich mir vorstelle oder wenn man sich vorstellt oder wie für Hamburg man es erwartet, dass hier in einigen Jahren 45.000 oder 50.000 Elektroautos auf Hamburg Straßen sich bewegen, dann wird das natürlich nicht mehr ausreichen und man möchte die Zahl der Ladestationen hier aufbohren. Man schätzt, dass man ca. 20.000 Ladepunkte in der Stadt benötigen wird, um diesen Markthochlauf auf 40.000, 50.000 Elektroautos hier überhaupt zu wuppen. Das Thema öffentliche Ladeinfrastruktur, das eine Sache. Das andere Thema ist natürlich die private Ladeinfrastruktur. Also zum Beispiel die ganzen Tiefgaragen, Mehrfamilienhäuser mit Stellplätzen, Firmenparkplätze, wo die Mitarbeiter den Wagen ja den ganzen Tag 8, 9 Stunden auf dem Parkplatz stehen lassen. Da könnte er gut laden und dann bräuchte man nicht darüber diskutieren, ob der Mitarbeiter zu Hause im 4. Stock da irgendwo noch eine Ladesäule braucht oder nicht. Also es gibt verschiedene Anwendungsfälle und da will man ran. Man hat einen Fördertopf angebohrt, der von Herrn Altmaier verwaltet wird. Das ist so ein Reinheitsplan, saubere Luft heißt er irgendwie. Und da ist Hamburg nun rangegangen und hat ein sehr besonderes Förderprogramm meiner Ansicht nach aufgelegt. Denn üblicherweise ist es so, dass die Förderung immer an viele Auflagen gebunden ist. Förderprogramme gibt es schon. Meistens sind die gedeckelt auf eine bestimmte Größe. Dann heißt es also, wir geben nur maximal 1000 Euro dazu für so eine Station oder nur 2000 Euro. Und dann musst du noch das machen und dann musst du alle 6 Monate einen Report einschicken und so weiter. Das ist hier eigentlich nicht der Fall. Es gibt hier eigentlich no limit, insbesondere nicht für die sogenannten Make-Ready-Kosten, also den teuersten Part, ist da kein Regulativ nach oben vorgesehen, sondern es wird gefördert, was da eingereicht wird. 7.400 Ladepunkte wird die Stadt Hamburg so fördern und das Ganze geht relativ einfach. Wichtig ist, wer darf diese Förderung überhaupt in Anspruch nehmen? Das ist hier ganz gut in dem Prospekt beschrieben. Ich lese das mal vor. Juristische Personen und Personengesellschaften,
mit Standort in Hamburg. Es geht also um eine elektrische Installation in Hamburg. Die muss in Hamburg stehen. Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter, Betriebe, Flottenbetreiber für die eigene Flotte, Unternehmen für ihre Kundenparkplätze, Parkhausbetreiber, Wohnungsbaugesellschaften, Projektentwickler für ihre Mieter in Wohn- und Gewerbeobjekten. Das ist die Zielgruppe. Also im Prinzip alles, was irgendwie Destination Charging ist, also wo diese Fahrzeuge dann für längere Zeit stehen, in den Tiefgaragen der Mehrfamilienhäusern, auf Kundenparkplätzen, Parkplätze für Mitarbeiter und so weiter. Man kann die Ladeinfrastruktur kaufen, man kann sie auch leasen, auch dafür gibt es eine Anwendung und kriegt das gefördert. Und gefördert werden die Punkte Hardware, also die Anschaffung des Gerätes als solches, der technische und bauliche Vorlauf, das sind die sogenannten Make-Ready-Kosten, die Installation und die Inbetriebnahme, das ist der einfachste Part. Nachdem man im vorherigen Punkt alles fertig gebaut hat, geht es dann nur noch darum, die Ladestation dort anzuhängen und in Betrieb zu nehmen und die Betriebsführung, also die laufenden Kosten, dass da ab und zu mal einer hin muss und eventuell irgendeinen Service dafür leisten muss. Der Grund für diese Förderung, der Kniff, wenn man so will, wie komme ich denn überhaupt dazu, dass Hamburg diese Fördermittel bekommt, ist das sogenannte netzdienliche Laden. Das heißt, man möchte mit diesen geförderten Ladestationen netzdienliches Laden ausprobieren. Bedeutet, dass der Stromnetzanbieter, bei uns ist das Stromnetz Hamburg, eine Zugriffsmöglichkeit auf die Ladestation bekommt oder sagen wir mal auf den Ast, auf den im Stromnetz, an dem diese Ladestation hängt und dort die Geschwindigkeit aus der Ladung rausnehmen kann, wenn zu viele Anwendungen auf diesem Ast stattfinden. Das wird man dann in der Praxis genau sehen, wie weit die da eingreifen. Es gibt eine Software, die hier geschrieben wird und der Anbieter der Ladestation muss es ermöglichen, dass Stromnetz Hamburg über diese Software hier eingreifen kann ins quasi Lastmanagement der Ladestation und die Geschwindigkeit bremsen kann, bevor der Draht durchglüht. Das ist in Hamburg so in der Form noch nicht gemacht worden, ist aber auch noch nicht nötig. Die Frage ist, ob es überhaupt so weit kommt, ob sie da überhaupt eingreifen würden. Nur man muss die Möglichkeit einräumen und das ist letztlich auch der Punkt, über den dann die Förderung gewährt wird. Deshalb kommt nicht jede Hardware in Frage. Die Hardware muss das zulassen und der Anbieter der Hardware muss das mitmachen. NewMotion, mein Partner, mit dem ich hier sehr vertrauensvoll zusammenarbeite und auch mehrere Ladestationsprojekte schon realisiert habe in Deutschland. Mein Partner NewMotion ist dabei. Das heißt, die Ladestationen von NewMotion, die ich für meine Kunden auch schon plane und geplant habe und umgesetzt habe, die können das. Insofern ist man mit NewMotion da auf der richtigen Seite. Es ginge aber auch eine Ladestation von ChargePoint, es ginge eine von Ubricity. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die sind hier auch mit in diesem Konsortium drin und die sind oder können dieses netzdienliche Laden hier in Hamburg ermöglichen. Der Förderungssumme beträgt im Minimalfall 40%, das ist also schon fast die Hälfte, und richtet sich nach der Betriebsgröße. Für kleinere und mittlere Unternehmen, sogenannte KMUs, beträgt die Förderung dann 50% oder sogar 60%. Das heißt, mehr als die Hälfte des gesamten Projekts, sprich Installation, Vorbereitung, Make-Ready, Anschaffung der Hardware, Inbetriebnahme, Einweisung, Unterhalt und so weiter. Da kann ich bis zu 60% von der Stadt Hamburg der Kosten hier bezahlt bekommen als Zuschuss, der auch nicht wieder zurückgezahlt werden muss. Das ist schon ein absolut einmaliges Angebot, nach oben offen. Man kann über diese Förderung natürlich sich eine Ladeinfrastruktur aufbauen. Ich sage mal als Beispiel, man hat eine Tiefgarage mit 20 Plätzen. Dann kann man die Installation von 20 Wallboxen quasi schon vorhersehen oder vorbauen. Die sogenannten Make-Ready-Kosten hängt aber im Moment nur 2 oder 3 Ladestationen da dran. Das geht. Dann würde man sich für die gesamte Make-Ready-Geschichte von 20 Wallboxen quasi diese Förderung holen und bräuchte dann später nur noch die Hardware zu kaufen und daran zu hängen, was der geringste Aufwand eigentlich ist. Also für den Moment die Gelegenheit, wer auch immer im Hamburger Stadtgebiet hier über private Wallboxen nachdenkt, der sollte das tun. Wenn da Fragen zu sind,
könnt ihr mich fragen, könnt ihr mich ansprechen. Ich beantworte das gerne und projektiere das auch zusammen mit Emotion für euch, wenn ihr da Interesse habt. Wie gesagt, juristische Personen mit Standort in Hamburg, Arbeitgeber für die Mitarbeiter, Betriebe, Flotten, Unternehmer, Parkhausbetreiber, Wohnungswirtschaft, Bestandshalter in der Wohnungswirtschaft. Da gibt es einen riesengroßen Kundenkreis, der hier in den Genuss der Förderung von bis zu 60% kommen kann. Ansonsten gibt es im Bundesgebiet noch eine Förderung für Gewerbliche. Also wenn man ein Gewerbe betreibt, gibt es da auch eine Möglichkeit, Förderungen zu bekommen von bis zu 40%. Der Förderaufruf ist gerade durch. Ich schätze mal, es wird auch da einen nächsten Förderaufruf geben. Für Privatpersonen gibt es meines Wissens nach im Moment nur in Nordrhein-Westfalen noch eine Förderung, die man dort abgreifen kann. Die ist aber auch gedeckelt, ich glaube auf 1.000 Euro maximal für die Kosten. Und so macht es eigentlich Sinn, dass ihr vielleicht bei eurem Kreis mal fragt, gibt es eine Förderung für mich oder eurem Energieversorger, wenn ich mir hier eine Ladeinfrastruktur hinstellen will, kriege ich da von euch was dazu, kriege ich was gefördert. Da gibt es hier und da durchaus mal Mittel. Sowas hier, das gibt es im Moment wirklich nur in Hamburg. Einmalig, kenne kein Förderprogramm, was in dem Umfang Open End fördert und vor allen Dingen die Make-Ready-Kosten in der Form bezahlt. Wenn ihr Interesse an Ladeinfrastruktur habt oder Fragen dazu, Wallbox aufladen, dann kommentiert unter dem Video oder sprecht mich an über meinen Blog, meine Website. Dann helfe ich euch da gerne, sei es mit Firma, mehreren Ladestationen, New Motion, Lastmanagement für die Mitarbeiter, 3, 4, 5 Ladestationen, wie auch immer, sei es mit einer privaten Ladestation, so wie da oben die Heidelberg für jemanden, der in der Garage nur mal eben eine Wallbox hinhängen will, um seinen Plug-in-Hybrid aufzuladen, könnt ihr von mir bekommen, sprecht mich an, mache ich euch gerne ein Angebot. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bei mir ist es aktuell recht spannend. Es steht ein Testwagen vor der Tür. Ihr seht ihn hier hinten auf dem Video. Ich bin noch am Schneiden von dem Test davor. Und in den nächsten Wochen wird es wieder 1, 2, 3 andere Testfahrzeuge geben, die hier schon im Zulauf, in der Planung sind. Es kommen noch der Hyundai Kona kommt. Ich werde nochmal mit dem VW e-Golf drehen. Den habe ich ja schon auf meinem Kanal, aber ich habe relativ viele Anfragen danach und das Video auf meinem Kanal bezieht sich auf den alten e-Golf mit dem kleinen Akku. Das werden wir nochmal nachdrehen. Wir werden ein anderes Auto auch nochmal nachdrehen, das ihr auch schon in meinen Videos findet. Auch da hat es einen Modellwechsel gegeben, dass wir da nochmal aufs neue Modell kommen. Ich denke, da kommen noch einige spannende Sachen in den nächsten Tagen und Wochen auf euch zu, auf diesem Kanal. Deshalb bleibt dran, wer mag, abonnieren, mir schreiben, wenn ihr Input habt für diese Sendung, wenn ihr Fragen beantwortet haben wollt, schreibt mir das, da bin ich gerne für euch da. Ciao, auf bald.